Seid gegrüßt, liebe Imperianer, liebe Empire-Freunde oder die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu dieser überaus spannenden Folge heute hier. Ja, ich bin nicht allein im TS, ich habe den Evolution und den Mick. Ja, genau, grüßt euch. Ich habe die beide mit im TS, weil die beiden nämlich mit mir zusammen heute Abend ins Eis springen werden. Es ist 22.27 Uhr am 7.06.2014. Und ja, die ersten von uns, die sind schon rübergesprungen, Arcanis, Ramon, der Benny und noch ein paar andere. Und die konnten leider nicht abwarten und deswegen sind wir heute nur zu dritt. Wir gehen nach Süden. Leute, habt ihr eure Sachen eingezahlt? Also ich gehe jetzt auf immer Wintergletscher. Ich muss noch ein bisschen Stein einzahlen. Der Mick, der hatte mir vorhin ein bisschen ausgeholfen. Sollen wir einzahlen? Ja. Ich drücke auf den Button. So, jetzt ganz wichtig, hier oben Himmelsrichtung zufällig wählen, dann nehmen wir den das Häkchen raus. Oben bei den Würfeln. So. Habt ihr? So, hab Süden. So, und ja. Dann Richtung Süden und dann, Leute, 3, 2, 1, go. Burg, wie nennen wir die? Eisige Feilani. Wuhu! Eisige Feilani. So, ich bin auf der 644698. Und ihr, seht ihr schon, auf welcher Position ihr seid? Moment. Moment, ihr könnt das bei Königreichburg, da wo ihr den Namen eingebt, da steht auch direkt eure Koordinate. Oh, die habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Okay, ich klicke drauf. Neben mir ist ein Mick. Ruf zu den Waffen, Quest erfüllt, alles ist vorbereitet. Wir können nun mit der Reise in den eisigen Norden beginnen. Zieht euch warm an, dafür gibt's 200 XP und 50 Rubine. Herzlichen Glückwunsch, Leute, wir sind in der nächsten Welt. Wuhu, so geil. Nee, du bist 43 Klicks von mir entfernt. Oh mein Gott, und ihr beide seid direkt nebeneinander gespawnt, oder was? Ja. Ja, oh. Direkt nebeneinander. Das ist, weil ihr schon, weil ihr sofort draufgeklickt habt, aber ich habe einen kleinen Fail hier. Weil hier sind zwei Burgen unmittelbar nebeneinander. Einmal der Nick 79 und einmal der Fares 5. Und normalerweise geht das gar nicht. Also die sind wirklich extrem nah beieinander alle hier. Das ist, weil ihr so schnell weg gewesen seid. Also weil ihr so schnell geklickt habt. Ich bin ja erst später, hab erst später geklickt. Wen haben wir denn hier so? Golden Sparta. Und wie findest du die Eiswelt, Evo? Für dich ist das ja das erste Mal. Oh ja. Sieht aus wie die anderen, nur halt in weiß. Und blau. Ja. Und schlechtere Produktion. Ich gehe mal kurz zu meiner Welt. Eisige Feilani. Jetzt haben wir endlich wieder eine neue Burg, eine ganz kleine Burg. Und wir schauen jetzt mal. Wir haben schon eine neue Nachricht. Oh mein Gott, die ist so klein. Die ist so klein. Evo, schau mal, über deiner Burg ist das Dorf der Einheimischen. Klick das mal an. Ja, hab ich. Unser Dorf wurde überfallen und geplündert. Bitte helft uns beim Wiederaufbau unserer Hütten, damit wir wenigstens ein Dach über dem Kopf haben, um die eiskalten Nächte zu überstehen. Als Dank für eure Hilfe zeige ich euch, wie wir unsere Kohle herstellen. Hier in dieser Welt, Evo, gibt es neue Produktionsstätten für uns. Und zwar gibt es hier Kohle. Mit der Kohle, wenn man dieses Dorf aufbaut, das kann man bis zu 4 Stufen aufbauen. Das kostet jetzt noch nicht so viel. Du siehst ja 8000 Holz, 8000 Stein und 5000 Geld. Und je mehr du halt einzahlst, je höher du dein Dorf ausbaust, desto bessere Sachen kannst du für deine Kohle kaufen. Da gibt es hinterher total coole Einheiten, die heißen Wolfshunde. Die sind mega schnell auf der Karte und wenn du diese Wolfshunde hast, dann kannst du ganz, ganz schnell richtig viele Dörfer einnehmen. Weil die sind wahnsinnig schnell auf der Karte, die reisen richtig schnell. Haben dafür aber nicht so eine gute Kampfkraft, aber naja gut. Du kannst für 11.000 Kohle, kannst du dir glaube ich 5.000 Geld auszahlen lassen. Dann gibt es Burgvogt und Feldherrengegenstände. Die sind nicht so ganz gut, aber die sind schon annehmbar. Und ja, das ist die erste Welt jetzt. Hier bauen wir uns jetzt eine ganz normale Burg auf. Und wir dürfen hier Dörfer einnehmen. Und deswegen sind wir auch erst mit Stufe 26 reingegangen, weil diese Ausbaute, die kannst du erst... Beutelager. Genau, das Beutelager, da komme ich nie drauf. Ja.
Das kann man halt erst ab Stufe 26. So, Fürst Wilhelm sagt, die eisige Tundra des Nordlandes ist ein hartes Pflaster. Ihr habt nicht viel Zeit, um euren Brückenkopf aufzurüsten, ehe die Barbaren auf euch aufmerksam werden. Rohstoffe und Truppen hierhin zu entsenden ist teuer und dauert lange. Daher sollten wir versuchen, möglichst bald unabhängig vom Imperium zu werden. Genau das ist das nämlich. Wenn du jetzt hier Truppen hinschickst, dann zahlst du massenhaft Geld, schickst du dir Resis hierhin, hast du richtig viel Verluste. Das heißt, wenn du dir Rohstoffe aus dem großen Imperium hierher sendest, dann das hast du... So wie beim Donnenkönig, da verlierst genau, du auch Rohstoffe. Richtig, genau. Nur ein Drittel kommt an. Genau, das ist ziemlich heftig. Also, wir sollen jetzt erst das Lager bauen. Wir haben jetzt 200 Holz und 100 Stein. Wir haben jetzt noch nicht ganz so eine gute Produktion. Wir machen jetzt erstmal so ein paar Sachen hier. Ich glaube, das Lager, das dauert jetzt auch schon ewig, ne? Boah, eine Stunde dauert das jetzt schon. Ja, ging, als wir in der grünen Welt angefangen haben, ging das natürlich super schnell. Wir haben hier echt eine Kackproduktion und ich bin mal gespannt. Der Evo, der ist ja eher so ein kleiner Ruby-Spieler, ne, Evo? Was? Ich schau einfach mal, wo die beiden sich jetzt befinden. Dafür gehe ich zur Allianz und guck mal, den Mick, den habe ich hier schon direkt. Da ist er, Todesschnee. Und ich bin direkt daneben. Ah, der baut auch schon sein Lager. Ja, cool. Ihr beiden habt's. Guck mal da. Sehr, sehr geil. Ihr beide, ihr seid wirklich nah beieinander. Das ist echt cool. Habt ihr schon mal so ein bisschen rumgeguckt, wer von uns... Burg Lord Luan? Habt ihr das gesehen? Der heißt wie mein Sohn. Freiherr Lord Luan. Ich will den nicht wissen, der. Der ist direkt... Guck mal, hast du? Voll geil, ja. Den Namen, den sieht man voll selten, ne? Guck mal hier, Medal of Honor ist direkt über euch, Freiherr Mäuschen. Ah, jetzt süß. Ja, sehr cool. Nee, Leute, jetzt heißt es auf jeden Fall ganz, ganz schnell erstmal Lager, dann ein bisschen Rohstoffe rüberschicken, dann Beutelager, dann gucken, dass wir Armeen da drüben haben. Ja, und genau deswegen haben wir auch so viel Gold uns angespart. Damit wir produzieren können. Gibt uns jetzt ein bisschen, wir haben jetzt 2 Tage die Taube, wir sind jetzt 2 Tage vor Angriffen geschützt und naja, wir werden dann in 2 Tagen sehen, wer hier weit ist, ob der Evo ein paar Rubinchen eingesetzt hat. Ich meine, der Mick, der ist ja auch dafür bekannt, dass er hin und wieder mal ein paar Rubinchen einsetzt. Ich will ja nichts sagen, aber kennt ihr die Werbung erstmal zu Punkt, Punkt, Punkt? Da rennt er nämlich auch immer hin und kauft seine Paysafe-Karten. Leute! Ja, ich hab nichts gesagt. Ich spiel nicht mit Ruby. Nein. Komm, die vermehren sich bei mir. Ich ganz allein. Ja, warte, ich zeig euch mal was. Wo ist denn der liebe Evolution? Da! 128.000 Rubine hast du bereits in die Alikasse gespendet, mein Lieber. Ich war ein Geschenk für Good Game. Ist klar. Schön! Dass ich ordentlich ich hab's eingezahlt. Ja. Hey, es war ein Geschenk von Good Games, das wurde einzahlen. Guck mal, erst haben die beiden gesagt, die wollen gar nichts sagen und jetzt lassen die mich einfach nicht abmoderieren. Wollt ihr abmoderieren? Komm. Mick. Ladies first. Sehr gentlemanlike. Schön, meine Lieben. Wir sind im Eis. Freut euch. In spätestens 2 Tagen komme ich dann und zeige euch, was sich so getan hat bei uns. Ob wir vielleicht die ersten Dörfer schon haben. Ich habe ein paar von den Leuten, eigentlich allen von den Leuten, die vorher gesprungen sind, zur Strafe aufgegeben, dass die bis Sonntag 5 Nahrungsdörfer haben müssen. Da werde ich morgen auf jeden Fall in eurem Beisein auch mal gucken. Wir haben für morgen eine neue Aufgabe, für die Wochenaufgabe. Die ist mega cool, aber auch mega hart. Und da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich die überhaupt schaffen werde. Ihr seht... Also wenn nicht heute irgendwie ein Bug kommt und mir meine ganzen Münzen nimmt, dann werde ich bis morgen auf jeden Fall meine Münzen dann auch noch haben, die 100.000. Also Wochenaufgabe geschafft. Welche Wochenaufgabe für nächste Woche dran ist, das seht ihr dann spätestens am Sonntag. Ich freue mich, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss, Sikowski. Ihr dürft Tschüss sagen. Ja, tschüss. Ciao. Immer dasselbe. Tschüss, Leute. Tschüss.